Tag aus Berlin-Reinickendorf. Der Förderpreis Junge Kunst wird in diesem Jahr anders verliehen als bisher. Das finden wir ganz bedauerlich, insbesondere für die Künstler, die nicht dabei sein können. Aber wir denken, dass in dem Format auch eine Chance steckt, nämlich dass die Reichweite des Förderpreises eine größere wird. Der Förderpreis Junge Kunst ist eine Kooperation zwischen dem Kunstverein Centre Bagatelle in Frohnau und dem Kunstamt des Bezirks Reinickendorf. Wir haben diese Kooperation vor 3 Jahren auf Initiative des Kunstvereins gestartet. Die Kooperation sieht so aus, dass der Kunstverein den Preis stiftet und wir die organisatorische und übrige finanzielle Last teilen und vor allem das Kunstamt diese wunderbare Rathausgalerie zur Ausstellung der Preisträger und weiterer Künstler zur Verfügung stellt. Der Preisträger des Förderpreises Junge Kunst 2020 ist der junge Künstler Aaron Rahe. Er erhält den Förderpreis in Höhe von 1000 Euro und einen Katalog. Die Zweitplatzierte ist Alina Nosso. Sie erhält eine Anerkennung von 750 Euro und einen Katalog. Und der Drittplatzierte ist der Künstler Felix Baxmann. Er erhält eine Anerkennung von 250 Euro und einen Katalog. Ich freue mich für die drei jungen Künstler, beglückwünsche sie zu diesem Preis, wünsche ihnen weiter viel Erfolg in ihrer Arbeit und viel Erfolg auch beim Überwinden dieser Pandemiezeit. Ich begrüße Sie sehr herzlich auf der Ausstellung zum Förderpreis Junge Kunst 2020 hier in der Rathausgalerie. Wir haben als Jury 9 künstlerische Positionen ausgewählt, die wir Ihnen heute hier präsentieren wollen. Als erstes haben wir hinter mir die Arbeiten von Majka Sowarski. Majka Sowarski hat 2014 ihren Meisterschülerpreis an der UdK gemacht, ist 1985 geboren und hat die Jury mit wunderschönen abstrakten Arbeiten beeindruckt. Die Arbeiten, die hier auf der Ausstellung zu sehen sind, bestechen durch eine malerische Präsenz, eine Virtuosität. Das ist auch das, was wir Ihnen hier auf der Ausstellung zeigen wollen. Diese naive Abstraktion erzählt die Künstlerin wie folgt. Malen ist für mich das Animieren von Farbe. Die Farben beginnen, sich durch den Bildraum zu bewegen, mal vermeintlich schwerelos, mal angezogen von unbekannten Kräften eines malerischen Magnetismus. Sowarski geht es dabei um das Setzen von Farbe, das Reagieren auf das Entstandene, um Materialität und um den Bildraum. Jetzt haben wir hier die Arbeiten von Simon Knaap. Simon Knaap zeigt eine fotografische Position und hat 64 junge Eichen in seinem Hinterhof in Kreuzberg hochgezogen, setzt sich damit mit der allgemeinen Klimasituation, mit dem Waldsterben auseinander, will da auch etwas wachrütteln. Simon Knaap überzeugte die Jury mit seiner wunderbaren Arbeit Every Oak Must Be an Acorn, hier hinter mir zu sehen. Der Künstler selbst sagt zu seiner gezeigten Serie, die fotografische Arbeit besteht aus 64 Porträts junger Eichen, die ich in meinem Hinterhof in Kreuzberg aufgezogen habe. Die Hälfte der kleinen Bäume starb im heißen Sommer. Alles beginnt im kleinen Maßstab. Auch große Wälder müssen zuerst wachsen. Die Arbeit dokumentiert einen Versuch, mit begrenzten Mitteln den weltweiten Aussterben der Wälder entgegenzuwirken. Die Jury hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst variantenreiche Positionen zu bestimmen. Da hilft uns Paula Birzinska mit ihrer Hinterglasmalerei. Paula Birzinska hat sich eine ganz eigene Arbeitstechnik angeeignet. Sie malt mit in Leinöl angemischten Pigmenten auf bzw. hinter 6 mm starkes Plexiglas und greift damit eine seit der Antike praktizierte künstlerische Technik auf, die Hinterglasmalerei. Da man die Farben von der Rückseite her aufbringt, muss man Bilder nicht nur seitenverkehrt, sondern quasi umgedreht malen, sozusagen mit dem Vordergrund beginnen und sich dann nach hinten abarbeiten. Das heißt, Bilder müssen von vornherein anders gedacht werden und Korrekturen sind so gut wie ausgeschlossen. Ich male aus einer sehr menschlichen Sicht die körperlose Perspektive von Satelliten und digitalen Simulationsprogrammen, welche zur Beherrschung von Körper, Territorium und Natur eingesetzt werden, so die Künstlerin zu ihrer Arbeit.
Die nächste Position begeisterte die Jury ebenfalls. Wieder sehr variantenreich die Arbeiten von Jana Koslowski. Das sind wunderbar filigrane Radierungen in dem Fall. Da geht es um die Konstruktion und Dekonstruktion des Raumes. Das sind in sich geschlossene Welten, sehen wir hier mit diesen drei Arbeiten. Jana Koslowski bewarb sich mit feinteiligen Zeichnungen, überarbeitete Architekturdarstellung, überlagerte Radierung, stringente Linie, Innen- und Außenraum, Strukturen technisch verschachtelter Räume. Durch spielerisches Dekonstruieren und Zusammensetzen der Einzelteile samt Innen- und Außenraum entsteht ein neues eigenständiges Gefüge. Es entsteht eine zeichnerische Installation mit differenzierten Wahrnehmungs- und Betrachtungsweisen, sowohl ihrer Gesamtheit als auch ihrer einzelnen Elemente. Als nächstes freuen wir uns, Ihnen einen der Preisträger vom Förderpreis Junge Kunst 2020 zeigen zu können, über die wunderbar filigranen, sensiblen, sensitiven Arbeiten eine ganz eigenständige Position von Felix Baxmann, den wir jetzt gerne selber zu Wort kommen lassen. Felix Baxmann über Zeichnung. Wenn ich zeichne, dann liegt dem Prozess stets eine Aufgabenstellung zugrunde. Ich stelle mir eine Aufgabe, bevor ich beginne. Ein Beispiel. Ich verwende einen Bleistift und fertige mit diesen 100 Zeichnungen an oder fülle ein sehr großes Blatt mit eben diesen. Irgendwann komme ich im Laufe dieses Prozesses an den Punkt körperlicher und oder psychischer Erschöpfung, ein Punkt, an dem ich mir die Arbeit erleichtern möchte. Doch das tue ich dann nicht, denn das Überwinden dieses Moments der Erschöpfung liegt im Fokus meines Schaffens. Ich möchte mir auch nichts erleichtern. Ich zeichne mit dem Bleistift weiter und überwinde mich selbst und meine Arbeit. Durch den sich immer wiederholenden Prozess der Selbstüberwindung entsteht bei mir eine Sensibilität, die wiederum neue Sensibilität schafft, welche auf kleinste Dinge verweist. Nicht unbedingt sichtbar auf der Arbeit, dort ist nur die Linie zu sehen, nein, diese Dinge schwingen darüber. Sie sind unaussprechbar und unsehbar. Sie sind ein Teil meiner Arbeit. Man spürt sie, ohne sie zu sehen. Die Arbeiten von Alina Nossow, ebenfalls Preisträgerin in diesem Jahr. Die Intensität der Arbeiten überzeugte letztendlich die Jury. Es sind sehr eigenwillige Arbeiten, es sind sehr intensive Arbeiten. Es geht da um ihr persönliches Schicksal und letztendlich hat sie eine große Eigenständigkeit in ihrer komplett düsteren und dunklen Welt. Seit mittlerweile 15 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Malerei. Neben meinen Bildern nähe ich Objekte und fotografiere diese zusammen mit Modellen. Ich sehe mich als figürliche Malerin, obwohl meine Bilder sehr ins Abstrakte gehen. Meine Arbeitsweise sieht so aus, dass ich mir zuerst einen Raum, einen Hintergrund, eine Art Bühne schaffe, auf der ich zuletzt meine Figuren platziere. Wintergärten, nach oben hin geöffnete Räume, Fenster, Graffiti in den Wänden. Das sind die immer wiederkehrenden Elemente in meinen Bildern. Die Figuren verschwinden wieder teilweise in der Farbe, sind verzerrt und unterkühlt dargestellt. Ganz besonders einig war sich die Jury bei der malerischen Position von Aaron Rahe, eine sehr, sehr interessante, wirklich auf den Punkt gebrachte Malerei mit einer Portion Witz, orientiert sich an den Bad Paintings von Martin Kippenberger beispielsweise. Er ist unsere heutige Nummer 1 und erhält zu Recht den Förderpreis 2020. Ich könnte vermutlich stundenlang über meine Arbeit reden und sie wären keinen Deut schlauer. Ich arbeite mit Malerei. Die Serie Ausweitung der Komfortzone habe ich gemalt, kurz bevor Corona ein Thema war,
Eigentlich sollte es nur um Menschen gehen und um den Zusammenhang von digital und real. Ich komme ja quasi aus dem Teutoburger Wald und mich hat der immer irgendwie auch interessiert als Habitat, weil ja der Wald in der Landschaftsmalerei auch so ein geiles Kitschmotiv ist, aber in dieser urigen Form, die man da beschwört, gar nicht so richtig mehr existiert. Eine Kulturlandschaft quasi, ein Missverständnis zum drin herumlaufen. Wir kommen zur nächsten Position. Sarah Wohler, die auch schon das ein oder andere Mal beim Förderpreis für junge Kunst gezeigt wurde, hat hier eine sehr eigenständige, interessante, klare und stringente Position. Eine installative Malerei, die die Jury auch in diesem Jahr wieder sehr beeindruckt hat. Eine neue Herangehensweise im Umgang mit Malerei und Installation, im Umgang mit Material und Raum. Sachlich und klar, immer raumergreifend und durchdacht, nähert sich Wohler dem Raum und überzeugt durch ein neues Empfinden durch Struktur und Fläche. Damit wird geltend gemacht, dass Kunst eigene Kräfte entwickeln kann, eigenen Gesetzen folgt und ungebunden ist von jeglicher Wiedergabe. Eine wunderbar spannende Position von Sarah Wohler. Stella Meres, 1990 in Basel in der Schweiz geboren, zeigt auf der Ausstellung wunderbar farbintensive, große, abstrakte Arbeiten. Dabei geht es der Künstlerin um ihr eigenes Körpergefühl. Sie benutzt verschiedene Elemente, sowohl Acrylfarbe, Tusche, Buntstifte und Wachsmaler für ihre sehr farbintensiven Arbeiten. Kein Mensch wird Maler, wenn er nicht die Farbe liebt, sagte die bekannte Kuratorin Anke Zeisler. So hält es sich auch bei Stella Meres. Sie untersucht über Meditation und bewusstseinserweiternde Bewegung malerisch ihr leibliches Empfinden von Raum mit Neonfarben und verschiedenen Materialien wie Acrylfarbe, Ölkreide, Buntstiften, Markern und Spray dokumentiert sie ihr Körpergefühl. Es geht um die eigene Körperlichkeit, die Darstellung von Verletzbarkeit, eigene Schwäche, aber auch Stärke, die sich in dem Werk wiederfindet.